Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Linis Vias Diamonds. Ich habe endlich wieder ein Bild fertig. Und zwar ist das sozusagen meine zweite Review für 2023. Ich habe Alice in Wonderland fertiggestellt. Das hat eine Größe von 52 x 59 cm, ist von Diamond Art Club. Hat 45 Farben inklusive einer AB-Farbe, nämlich die 132. Und ist in rund, also ein rundes Kit mit runden Steinen sozusagen. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe es schon versiegelt. Wir gehen einfach mal so ein bisschen näher darauf ein. Ich finde es jetzt fertig richtig cool mit dem Gesicht, mit den Augen. Und mein Highlight an diesem Bild ist zum einen der kleine Hase mit dem Zauberhut. Und zum anderen, das ist mir gestern erst aufgefallen, als ich es von weiter weg betrachtet habe. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Ist, dass die Kette anscheinend ein Wecker ist mit Uhrzeit. Das war mir vorher gar nicht aufgefallen. Das habe ich dann erst gesehen, als es dann fertiggestellt war. Ja, insgesamt muss ich sagen, es war jetzt nicht mein Lieblingskit von DAC, also von Diamond Paint, von Diamond Art Club. Aber das Gesamtresultat ist auf jeden Fall ganz toll. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich es fertig habe. Ich freue mich, denn es war das, was von deinem Art Club schon am längsten bei mir lag. Also es war wirklich eines meiner ersten Bilder, die ich bei deinem Art Club vor, ja, wie lange ist das her? Ich glaube, anderthalb Jahren bestellt habe. Dieser Hemdkragen oder Blusenkragen gefällt mir auch sehr gut. Und in den Haaren ist es so, dass hier sind überall die AB-Steine. Man müsste es eigentlich glitzern sehen. Wie so Strähnen, ne? Also das Einzige, was ich finde, das, was eigentlich der Schatten sein soll, das sieht mehr aus, als wenn sie so einen dunklen Ansatz hat in den blonden Haaren. Aber ansonsten finde ich es ein ganz tolles Bild. Auch die Lippen und die Augen finde ich richtig cool. Und ja, Klebekraft war super. Leinwand natürlich wie immer. Sie ist zwar ein bisschen schmuddelig geworden, aber das bleibt nicht aus. Ich muss dazu sagen, ich habe das Bild schon am 26.11. begonnen, habe es aber den kompletten Dezember liegen gelassen. Und habe es dann ab dem 1.1. wieder angefangen, sodass man sagen kann, dass ich 4 Wochen dran gearbeitet habe. Nicht ganz 4 Wochen, aber so über den Daumen gepeilt 4 Wochen. Ich habe, ja, heute ist der 19., ich habe es am 18. beendet. Und wie gesagt, am 26., das waren dann 4 Tage. Und dann jetzt die 18 Tage, also ja, dann waren es sogar fast nur etwas über 3 Wochen. Muss aber dazu sagen, dass das zwar mein Hauptprojekt war, ich aber abends im Wohnzimmer immer was anderes gepaintet habe. Also das war jetzt so tagsüber und am Wochenende. Sobald ich Zeit hatte, bin ich da dran gegangen. Ich finde, die Katze kommt nicht ganz so deutlich rüber. Ne? Ich habe hier echt den Tisch noch immer noch zu voll liegen, obwohl er eigentlich, dachte ich, fast leer ist. Wo ist die Katze? Hier ist die Katze. Die Augen erkennt man natürlich, aber das hätte noch ein bisschen deutlicher rauskommen können. Aber ansonsten finde ich es ein ganz tolles Bild. Versiegelt habe ich es diesmal, weil ich da noch was hatte von Piedmondo. Ich mag immer lieber die mit Schwammkopf als die mit Pinsel. Und ja, das hat sehr gut geklappt, war auch sehr schnell trocken. Ich habe es gestern späten Nachmittag gemacht und abends war es trocken. Und ja, das kann ich euch zu dem Bild sagen. Ihr müsstet so eigentlich alles sehen können.
Ich habe es gestern auch live zu Ende gepaintet, also beendet. Das war auch mal was ganz Cooles. Im Live bei TikTok. Ich bin seit einer Woche fast jeden Tag live am Painten. Also folgt mir da wirklich sehr, sehr gerne. Da findet ihr mich auch unter Leni Sveas Diamonds. Und ist aber auch in der Infobox, müsste das noch verlinkt sein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich werde jetzt immer live eine gewisse Zeit am Tag painten. Es macht mir sehr viel Spaß und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal zugucken würdet. Und ja, das soll es von mir gewesen sein mit dieser Review. Und ja, ich bin auf jeden Fall begeistert. Jetzt kommt gleich noch ein Unpacking, denn mich hat gerade wieder schöne Post erreicht von Diamond Art Club. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Vergesst das Liken nicht, wenn das so war. Freue mich auf eure Kommentare und wenn ihr mich neu entdeckt habt, natürlich auch über neue Abonnenten. Ich kratze gerade sehr stark an der 300-Marke und das würde ich wahnsinnig gerne sehr schnell schaffen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!